Hallo Leute und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge hier in War Thunder. Diesmal wieder zurück mit einem Vorschlag von Kanikel 2021, dass wir mit dem BT42 spielen sollen. Ja, ein ziemlich interessanter, komischer, ja, finnischer Panzer. Also es ist ein BT7, nur mit einer fetten Obizze drauf geklatscht. Und das Ding ist gut. Das Ding ist echt gut. Auf 1.7, es ist schon 11 Sekunden Nachladezeit, glaube ich. Also, die hat es auch ziemlich in sich. Ich habe mal HE mitgenommen. Als Muni. Weil ich mir halt gedacht habe, sollte reichen. Aber ein bisschen auch Heat, nur zur Sicherheit. Alter, du Arnold. Warum? Und er entschuldigt sich halt nicht mal, ist das Ding. Ah, ja. Ja. Das ist War Thunder. Ja, und ich erwähne es halt nur so, weil, naja, jeder will halt natürlich, dass sein Kanal wächst, will halt jeder, und darum würde ich euch nur ans Herz legen, vielleicht, keine Ahnung, dem Abo-Button einen kleinen Abstecher zu verpassen. Ich glaube, das sagt man nicht mal so, aber egal. Oder ein Like, was auch immer, irgendwas. Wenn ihr wollt, natürlich. Würde mich sehr freuen, ganz einfach. Lichtfülltouren weglabern. Schauen wir einfach mal darüber. Da links lauert nicht der Tod, gut. Aber ich sehe einen Dreck. Ist halt wirklich ein Dreck. Geht da drüben eine Flak, aber ich bin mir sehr sicher, dass da was langkommen wird. Panzer. Wo? Okay. Boah, ich war gerade richtig verwirrt, was das überhaupt ist. Ich war gerade echt verwirrt und habe überlegt, ob das ein Panzer 3 ist und ich jetzt komplett am Arsch bin. Ja, hat ein bisschen weniger Panzerung. War mein sowjetischer Bruder. Der schlechte ist. Ja. Dass du tut, was ihr gerade gehört habt. Ich hoffe, dass das nicht allzu laut ist. Ich bete drum. Es waren meine Kopfhörer. Also, die krepieren wieder wie immer in guter Manier. Die werden halt nie aufgeladen, ist das Ding. Ich hau die halt hin. Und das Dumme ist halt bei Funkkopfhörern. Ja. Ey. Ich lade die halt nicht auf, wenn ich sie benutze, ist das Ding. Es ist überall zu laut schon wieder. So abartig laut. Ich sehe den Typen nicht. Wo ist er wer? Hier, oder? Ja. Ah, zu kurz. Zu kurz. Fuck. Scheiße. Ja, okay, ich glaube, ich helfe mal meinem Team da im Spawn. Es gibt nur einen Spawn auf der Map. Alter, die Map ist ja richtig kacke. Wieder nur ein Punkt. Ja, ich habe ein kleines Deck auch noch mitgenommen, natürlich. Ja, habe halt keine Flugzeuge wirklich für die Schweden drum. Sind es halt nur Panzer. Ja, kann man halt nichts tun. Ich spiele mit den Schweden eigentlich nicht so viel. Warten. Oh, Mann. Es wäre so schön gewesen, den Fett mit HI weg, auseinandernehmen. Ich glaube, das war's so ziemlich. Alter, was war da für ein Massaker? Junge. Wirklich eine Makrosekunde. Da wäre auch noch wer gewesen. Nee, doch nicht. Keiner. Wo? Hinter mir? Da ist keiner. Oder? Der fährt da so zielstrebig. Ah, okay. Ja, okay. Ich weiß schon warum. Ich weiß schon, warum der so zielstrebig dahin fährt. Wem fährt? Pferd? Ja, egal. Ich habe den halt nicht gesehen. Hinter den Drecksbäumen habe ich den Typen nicht gesehen. Ich hätte gedacht, der wäre hinter dem Felsen. Okay, das sind jetzt nicht so viel. Ich habe 11 Sekunden Nachladezeit. Wie viele von denen schaffe ich wegzumachen? Schauen wir mal. Ich habe Gutscheine. Die habe ich in den dummen Kisten da bekommen, die man mit Silver Lions. Naja,
sich ein bisschen Glücksspielen kann. Der ist tot, der ist tot. Der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Der wurde auch weggemacht. Da ist noch ein zweiter, glaube ich. Ja, eindeutig. Die 28. Schaffe ich's, schaffe ich's, schaffe ich's. Mann, Luck. Ich hätte gedacht, die Granate geht drüber. Ich hätte gedacht, die geht locker drüber. Nach der Zeit weiß ich nicht von dem Ding. Ich denke mal 7 Sekunden, 6 Sekunden. Ja, bringt ihm halt auch jetzt nichts mehr. Oh. Oh. Alter, die Spawn campen uns so zu Tode. Mein ganzes Team ist tot und es gibt 3 Stukas. 3 Flugzeuge. Was ein Kackdreck. Ich glaube, ich sollte weniger schimpfen heute, weil es mag halt nicht der Algorithmus. Der hat nur Schrapnell? Warte, haben die das nicht... Warum hat er nur Schrapnell? Und nur HE? Oh, drum ist er... Ah, okay. drum ist der 1.7, oder? Oder gibt's... Ich soll spawnen auch mal, ich... Dummbatz. Ja, nehmen wir halt den. Ich... Keine Ahnung, mit was ich da jetzt noch reingehen soll. Der hat halt weniger Panzerung. Der andere, der hat mehr. Könnt mir natürlich gerne reinschreiben, ob ihr bei den Schweden noch einen anderen Panzer sehen wollt. Oder natürlich einen komplett anderen. Könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Wenn ich halt einen Wunsch von euch umsetzen dürfte. Wo ist da wer? Ich weiß nicht, irgendwelche Scheinpanzer. Oh, ich sehe schon die Flugzeuge überall. Ich könnte so im Strahl... Es könnte mich töten. Ja, wird mich auch töten. Naja. Ja, da sind wir wieder im Hangar. Ich lasse es jetzt einfach durchrennen. Egal. Ich lasse es jetzt durchrennen. Hier, ja, schöner Ladebildschirm. Weiter, weiter, weiter. Ich will kein Premium-Konto kaufen. Wisst ihr, die drehen mir das auch jedes Mal an. Ich habe seit, glaube ich, einem halben Jahr nicht mehr Premium-Konto. Ich habe es einmal ein Jahr oder so gehabt. Ist cool. Bekommt man ziemlich viel. Was für ein Sonderangebot schon wieder? Was? Premium-Konto für irgendwie... Ja, okay, schaue ich mir dann an. Nee, aber die wollen mir das die ganze Zeit andrehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Die ganze Zeit irgendwie die Nachricht. So jedes vierte, fünfte Spiel... Ja, ist abgelaufen seit... Vor 4 Monaten oder so ist es abgelaufen. Willst du nicht nochmal kaufen? Wärst du nicht dazu bereit? Nee, aber zu diesen persönlichen Angeboten, wie das da war gerade, habe ich auch eine kleine Story, weil ich wollte mir nämlich mal den Char 2, wie ist der Char 2 Biss? Ist das der Biss? Ich glaube schon. Halt der 2C, so, der 2C Biss oder so, der 2C, der riesige französische Panzer mit der Hobbit-Server, der Premium ist, den wollte ich mir mit diesem persönlichen Angebot da holen, weil der war irgendwie um 50 oder 30% verbilligt, irgendwie sowas. Da habe ich mir gedacht, komm, wenn da schon da ist, gebe ich halt die, wie viel, ich glaube 10 Euro waren es, nicht mal, irgendwie sowas, 10 Euro aus und hol mir den. Was war da natürlich? Tja, irgendwas war ein Problem mit der Zahlung, also von Warfund aus, nicht mit mir. Hab das an ihn zurückbekommen, der Support war eh alles gut, aber das persönliche Angebot habe ich halt nicht mehr bekommen, weil das war nur 2 oder 3 Stunden gültig. Ja. Ja, ja, also kein 2C-Biss für mich, sozusagen. Weil ich kaufe den nicht um den vollen Preis, ganz ehrlich. Also, so unbedingt haben will ich ihn halt auch wieder nicht. Aber ich habe mir gedacht, ein cooler Panzer könnte ich mir holen, aber anscheinend will es die Welt nicht. Das Schicksal hat entschieden. Ich höre rechts und links von mir was. Es ist halt nur ein einziger leichter Panzer bei B jetzt gerade bei mir auch. Nicht viel Verstärkung. Ja, die ist tot. Das war auch ein BT-42, aber der hat sich... Bitte nicht! Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Alter, der hätte mich so hart zerfetzt. Der hätte mich in jedes kleinste Quark auseinandergerissen. Fahr da mal runter. Da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Plopp. Nochmal das gleiche.
1.38T, aber die Flak-Variante halt. Okay, Flak-Panzer. Ah, T. Bitte, 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 bitte nicht. Spotten. Ich hab die Depression nicht dafür, oder? Nein, hab ich nicht. Ich muss weg. Ein kleines Feuerwerk da gerade. Wer wandelt den Molotow? War gerade echt schockiert von dem Flugzeug noch. Gut, kurz, zum Schluss. Drum war ich gerade ein bisschen abgehackt noch. Ich habe das Spiel bei mir ein bisschen zu laut eingestellt gehabt. Ich hoffe, dass... Nee, das ist eh nicht gekoppelt an euer Audio, glaube ich. Wenn ich halt bei mir die Systeme-Audio halt herumtue. Wäre ein bisschen dumm, weil dann wäre die ganze Aufnahme echt laut. Aber ich glaube, das wird schon nicht sein. Lebt der Lanz hier noch? Weil wenn du noch lebst, lebst du bald nicht mehr. Die 28. Bitte, bitte, bitte. Oh, es wäre so... So schöne Ziele, wirklich. So schön. Es wäre perfekt für mich. Ich bin dafür gebaut, ist das Ding. Für so Open Top Vehicle. Was könnte das sein? Ah, im letzten Moment ist er nach links oder nicht im letzten Moment, aber ist halt nach rechts gefahren, so. Nicht nach links. Das geht sich nicht aus, oder? Ne. Schade. Ich wollte es probieren. Ich wollte es halt nur probieren. Die cruisen da jetzt gerade alle herum. Was ein bisschen Probleme kann das sein? Er war zu weit und zu kur, zu weit. Ja, egal. Ich hoffe, der sieht mich mal nicht. Irgendwie glaube ich schon, aber... Ja, okay, er sieht mich. Eindeutig. Oh Mann, jetzt ist er hinter dem Hügel. Ich wette, der kommt nochmal davor. Ich wette mit euch. Bleibt er stehen, bleibt er stehen, bleibt er stehen. Er bleibt stehen. Okay, mein Aim. Heute wieder göttlich. Mein Tod auch. Bitte. Ja, okay. Ja, es ist heute nicht so jetzt eine komplett ernst genommene Runde, bin ich ehrlich. Es ist spät und mein Gehirn ist wieder durchgebrannt und ich lebe. Ja, aber das Ding ist geil. Der PC42, der ist halt echt, echt cool. Schnell. Und 11 Sekunden Hoppitzer, wirklich. Nicht so OP wie der SAF. Das nicht. Die Panzerung, er hat halt keine Panzerung, ist halt das Problem, aber wer was hat auf dem BR viel Panzerung? Was? Nichts fast. Ich meine, was gibt's noch so? Fällt jetzt auf die Schnelle nicht wirklich viel ein. Ja, ein T28 von mir aus, der hat zwar keine Panzerung, aber ist halt komisch. Vom ganzen Layout. Da wird es vielleicht ein bisschen komischer zum Durchdringen, aber sonst gibt es halt nicht so viel. Was halt echt viel Panzerung hat, das war gewagt. Da könnte das Sonderkraftfahrzeug noch sein, oder? Das, das mich gekillt hat, gekillt hat. Genau das meine ich. Das muss, ja, wo? Hä, von oben? Oh, ich weiß schon, was das ist. Eine kleine Ratte, wirklich. Das ist die Henkel mit dieser 2 cm. Du bist die Flak, mach was dagegen. Komm. Wenn der das ist... Der, okay, danke. Danke, Teammate. Der hätte mich jetzt retten können. Hätte nicht einfach darauf losgesprayt, weil der halt... Das Problem war jetzt gerade für ihn, er hat gerade nachladen müssen. Der hat sein gesamtes Magazin, während der irgendwie... Also die Henkel halt irgendwie herum gebrettert ist, also komplett komisch... verballert und hat ihn nicht getroffen und genau wenn er eine straighte Linie auf uns zugeflogen ist, dann hat er keine Muni mehr gehabt. Ja, okay, bei dem ist es, wenn der jetzt die ganze Zeit noch seine Runden da oben fliegt, ist es auch egal, ob ich jetzt den mit mehr Panzerung habe und oder den mit nicht so viel. Auch egal. Ja, der hat aber gottlos Depression. Aber echt. Minus 20 Grad. Der hat hart Depressionen. Noch ein Flugzeug.
Wie wird eingenommen? Auch von dem BT-42, aber... ja, es war die gleiche Eikel. Das gleiche Flugzeug nochmal. Ist halt schon nervig, dass dieses Flugzeug, diese HI-112A, also Eikel 112A, das Ding, das ist so OP auf dem BR, dem Battle Rating, aber sowas von. Wie viel? Ich glaube, 40, 30, mindestens über 30 mm Panzerung. Durchschlag, also Durchschlag meine ich. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Ich meine, bei Open-Top-Sachen wird es ein bisschen dumm, weil ich glaube, der hat auch, nee, der hat kein anderes MP. Und der hat auch nicht so viel, nicht Panzerung, sondern Schuss. Aber sonst, ihr hört ja gerade, die ganzen Einschuss-Dinger da, das ist der. Du bist so blöd, Alter. Ich habe mich gerade so auf meinen Teammate verlassen. Der ist von, oder wie auch immer verlassen, keine Ahnung. Ich habe mir halt gedacht, der kommt von da, der kommt vom Punkt. Also wird da keiner mehr sein. Ja. Ich glaube, ich habe zu spät geschalten, dass der gerade eingenommen wird, aber... Auch schon zu spät, egal. Habe ich den nicht genug erforscht, dass der vielleicht die Granate erst später bekommt, die bessere? Könnte sein, weil ich habe mit dem, glaube ich, noch nie gespielt. Ich glaube, noch nie. Mit dem finnischen T-28. Naja, begeben wir uns wieder zu B. Schleppen uns ziemlich elendig hin. Das Ding, das hat aber viel Panzerung. Wie viel? 50? Ja, 50 mm. Kann man schon was einstecken damit? Ist schon möglich. Muss man aber nicht. Gibt genug Panzer, die locker durchkommen. Ja, aber schnell ist es halt nicht. Depression-mäßig. Minus 10 ist auch immer noch ziemlich schmackhaft. Ah, es waren wieder meine Kopfhörer. Halt, ich sollte die, glaube ich, anstecken. Ich glaube, ich werde kurz den Tempomat einschalten, weil natürlich hat sowas gegeben früher. Ich bin mir so sicher nicht, aber in Warfana gibt es das. Lass ihn jetzt einfach da kurz vorfahren. Greif kurz runter. So, Dalla. Gut. Kabel rein, Spender sein. Sehr gut. Ich würde sagen, ich stelle mich da irgendwo hin. Ja, eine Runde. Ich sehe gerade, weil ich nehme gerade wieder im Stück auf, ohne irgendwie Abschnitt oder so drum. Sehe ich gerade, wie lang schon geht die ganze Aufnahme. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen XXL-Folge. Ganz ehrlich, irgendwie, ich mag eher so XXL-Folgen. Anstatt so Mini-Folgen und dafür... Ah, Kacke. Sterben? Sterbe ich? Sterben. Mhm. Jo. Ah, Mann, ich hab den verpasst. So ein Dreck. Der ist immer noch da. Der ist noch da. Ich will halt nicht move, ist das Ding, weil ich weiß jetzt schon, wenn ich move, fährt er da raus. Aimen. Ich kann nicht aimen. Okay, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, dass das so gut funktioniert hätte, aber ich meine, ja, wie viel? 260 Gramm haben wir. Und das nicht an Suchtmittel, sondern Sprengstoff drinnen. Es zieht schon hart. Es zieht echt hart. Wie viel hat... Okay, 550 Gramm bei Sprengstoff ist halt, oder bei HI-Munition ist halt nicht so viel, aber... Hallo! Tschüss! Ich hätte jetzt so leicht drauf gehen können, glaube ich. Oder hat der mehr als 50? Du hast mehr als 50 mm. Unlucky. Er hat die schnellere Nachladezeit, aber nicht den Durchschlag. Aber ich habe ihn.
Aber ich habe ihn. Das Flugzeug trommelt da gerade auf unseren Teammate. Ja, Mann. Na, das ist schon cool. Wenn man so viel Sprengstoff drin hat, das ist schon echt cool. Wir müssen zu A. Okay, jetzt müssen wir nur noch einnehmen. Weil ich glaube, da ist jetzt alles komplett... Okay. Entmaterialisiert und sterilisiert. Aha. Ah. Gegen den Boden. Das ist für meine Teammates. Du schon wieder? Nö. Der Saft ein Problem. Was fliegt da herum? Ist da wer neben mir? Oder war das noch das Flugzeug am Boden? Ich meine, wir sind eh am Gewinnen. Somit wäre es eigentlich ziemlich egal. Na, okay. Ob ich jetzt den Punkt einnehme oder nicht. Runde geht sich locker noch aus. Winterkamo. Für den Saf. Für den orangen Saf. Ja, okay, Motor. Ja. Röckugu. Keine Ahnung. Getriebe. Filter. Ich sollte mir nicht so viel Gedanken drüber machen. Komm. Dort wieder Jahre. Ja, ich bin sicher. So. Ja, Truhen kann ich leider nicht aufmachen, weil ich kein Geld mehr habe. Also, im Spiel natürlich. Mieser Flex, nee. Aber ja. Ich meine natürlich Silver Lions. Die habe ich nämlich alle verbrast. Komplett. Also, ja. Auch nur für Truhen ist das Ding. Habe halt nichts rausbekommen, wirklich, außer Gutscheine, die ich zwar gut brauchen kann. Das ist das Einzige, was ich gut brauchen könnte von den Kisten. Die man öfter bekommt als Fahrzeuge, weil die bekommt man fast nie. Was ich die ganze Zeit vergessen habe, dass ich den Panzer ein bisschen individualisiere. Boah. Dass ich es um die späte Zeit noch rausbekomme. Okay, das Ding ist, das geht ab wie eine Rakete. 50 km/h. Wie von der Tarantel gestochen. Oder ist es gebissen? Weil ich glaube, ist der Tarantel. Nee, eine Tarantel ist doch eine Spinne. Die können nur beißen, oder? Ja, egal. Bei mir Bei mir pieksen halt die Spinnen. Das ist bei mir so. Okay, ich sollte nicht... Oder ich weiß halt nicht. Normalerweise auf High Tier sind die wenigsten Gegner da rechts. Bei dem Punkt. Die sind meistens irgendwo links. Mehr. Aber in Low Tier ist es komplett eine andere Geschichte wieder. Da sind die meisten Gegner, glaube ich, wieder beim Punkt eher. Hab ich nicht recht? Spiel mich gerade ein bisschen mit dem Feuer. Da war gerade wer. Einen Frame von ihm gesehen und der war weg. Auf was schießt du? Auf das. Und ich gleich nicht mehr, weil ich tot bin. Ah, fahr weg. Mich noch erwischt, so ein Dreck. Und es ist genau ein Dreckspfeiler in der... Ja, ich... Das ist so dumm. Wirklich. Die 50 Meter Zaun gefühlt weg. Alles weg. Alles komplett weg. Aber nur der eine Pfeiler nicht. Damit ich zurückschießen kann. Das war das Einzige, was noch stehen geblieben ist. Sollte man reparieren. Oh!
einer. Die hat mich abgeballert, die hat mich nicht getroffen, glaube ich. Es sind, glaube ich, drei da ganz hinten, oder? Ist da auch noch wer? Ich glaube schon. Da schieße ich nicht hin, weil da ist wieder ein Pferd, ihr seht's ja. Ja, nicht nochmal. Kommt der auch mal raus, oder? Warte. Ist der tot? Ich meine, ich kann wieder fahren. Es ist mir wieder möglich. Er ist weg. Ha. Ist der links rübergefahren, oder? Oder einfach aufgelöst. Absolutes Massaker da gerade irgendwie. Ich glaube, wir überrollen die, glaube ich, ein bisschen. Was ich aber sehr überraschend finde, es ist kein einziges Besatzungsmitglied gestorben bei mir gerade. Nicht mal eins. Ich habe irgendwie 10 Schüsse von 20 mm abbekommen von dem Panzer 2 da. Komplett eigentlich tödlich. Ja, einfach überlebt, klar. Irgendwas. Der wird so schnell, glaube ich, nicht rauskommen. Der bleibt da. Der wird da bleiben, glaube ich. Schau du nur auf ihn. Schau auf ihn. Tu es. Beobachte ihn. Jetzt ist er tot, oder? Nee. Ah, Mann. Hab ich schon extra höher gezielt. Bisschen. Klar, und dann killt mich Rüsselkäferwurst. Klar. Ja, okay, den hätte ich sehen können. Hätte ich schon sehen können, aber... Ja. Naja. Wie viel habe ich eigentlich noch? Steht das da irgendwo? Finde ich auch ein bisschen dumm. Steht nirgendwo. Wie viel ich noch habe an Gutscheinen. Ich meine, ja, okay, einen. Nehmen wir den noch. Den einen noch. Was sind das für Namen heute? Warte. Die zeige ich euch jetzt. Was haben wir so? Jewish John? LeBrow Bro? I am Sentryman Baptist? Mehr in die Mitte, dass ich kein Hindernis umfahre. Bisschen fahrschulmäßig gefahren. Wieder ein bisschen. Lenkmanöver machen. Okay, das war eigentlich in unserem Miguel Velez. Naja. Ja, okay, okay. Rüsselkäferwurst, Strappfelddudel, Mullewab. Aua. Ja, genau das kommt davon, wenn man abgelenkt ist beim Fahren. Genau das. Seht ihr? Also niemals das Handy verwenden. Niemals. Beim Fahren. Also, ihr könnt es schon natürlich verwenden, aber halt eher nicht beim Fahren. Wo war das? War das in Deutschland irgendwo oder in Frankreich? Dass die, glaube ich, Handys am Schul... insgesamt in der Schule, nicht mal am Schulhof, sondern in der Schule verbieten wollten. Ich glaube, das habe ich irgendwo gehört. Weiß ich nicht. Wie findet ihr das eigentlich so? Findet ihr das gut oder sagt ihr ja, nö? Gut. Gut, gut, gut. Weil, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt wie lang? Ich glaube seit einem Jahr. Ja, ungefähr einem Jahr jetzt nicht mehr in der Schule. Also abgeschlossen eben. Und ich muss sagen, es hat halt keinen Unterschied gemacht, ob ich das Handy verwendet habe oder nicht in der Schule. Wirklich. Vor allem, wenn man dann in den höheren Stufen ist, war es, finde ich, bei uns mehr so, dass es so drecksegal war, ob du aufgepasst hast oder nicht. Wenn du es kapiert hast und auch triffst... Oh, okay. Ah, hä? Alter, du willst mich doch verarschen. Sorry, aber der Typ, der war da. Der war da und hat den Typen nicht gesehen. Der steht mitten, da ist ein Teammate, da ist ein Teammate, da ist ein Teammate, da ist ein Teammate.
Der ist umzingelt von Teammates von mir. Und fährt da einfach munter herum. Klar. Ja, irgendwas Schnelles noch vielleicht. Ja, nehmen wir halt den noch. Nee, aber... Bei uns war es eigentlich so, dass man nicht wirklich mehr aufgepasst hat, ganz ehrlich. Durch Corona und das wurde halt mehr... War nicht schlecht, aber wurden die ganzen Laptops dann mehr erlaubt, weil... Ja... Ich war eher, würde ich sagen, in der Schule, die ein bisschen rückständig war, was das betrifft, würde ich jetzt mal behaupten. Also, vor Corona, ich glaube, wann die ersten PCs in jeder Klasse haben, wie glaube ich... Aber wann war... Ein Jahr, zwei Jahre vor Corona bekommen? Ich glaube sowas. Und Corona war wann? Weil, keine Ahnung mehr sogar. 2020, 19, sowas. 2020, glaube ich. Das heißt, 2019 oder 18 haben wir die ersten PCs in jedem Zimmer bekommen. Sonst halt immer nur im Informatikraum. Ja, aber ich finde, es hat halt keinen Sinn. Ich kann verstehen, wieso man sagt, ja, okay, vielleicht sind manche recht viele Kinder oder halt jüngere, sagen wir so, ein bisschen, soll ich sagen, süchtig nach sozialen Medien, kann schon sein. Aber es hat halt keinen Sinn. Hat halt nicht so viel Sinn. Ich finde, da fehlt halt mehr das Praxisbezogene, vor allem in Schulen. Es bringt sich halt genau einen Dreck, finde ich, wenn man halt im Zimmer sitzt, im Klassenzimmer, nur dumm auf einem Blatt herumspielt oder starrt. Und wenn man eh keinen Bock hat, dann geht das eh links rein und rechts wieder raus. So ziemlich. War bei mir zumindest so. Ich habe eigentlich alles daheim gelernt. Ich habe in der Schule fast nie aufgepasst dann mehr. Es war mir halt so egal, weil ich habe persönlich gewusst, ich nehme im Unterricht halt nichts mit. Gar nichts. Bringt sich für mich nichts. Es ist komplett unnötige Zeit. Drum war für mich sogar die Corona-Zeit, also das ganze Distance-Learning-Ding, beste Zeit. Ich habe das geliebt. Ich kann euch sagen, ich habe das wirklich geliebt. Es war so geil. Es war vor allem, klar, in unteren Klassen ist das echt kacke sicher gewesen. Da fehlt das natürlich, aber in oberen Klassen so ist das ein Traum gewesen. Du hast die paar Stunden online, hast während dem Unterricht irgendwie, keine Ahnung, auch noch gleich was gespielt oder so. So nebenbei War Thunder oder Hearts of Iron, irgendwas in Dreck gespielt. Vielleicht mit einem anderen auch was gespielt, die auch gerade... in dem Teams-Meeting, der eigentlich sind. War schon cool. War echt cool. Aber ja, ist auch vorbei. Ist vorbeigegangen. Hätte mich ganz ehrlich, selber persönlich, das ganze Distance-Learning-mäßige hätte länger gehen können. Hätte mich gar nicht gestört. Mich persönlich halt. Aber ja. Ich schweife ein bisschen auch aus, glaube ich, mit irgendwelchen Themen. Naja, das war der BT42. Ein sehr interessanter, würde ich sagen, BT42. Oder BT halt, die BT-Reihe von den Sowjets. Ein Finisher halt. Cooles Ding, echt cooles Ding. Gute Rapitze, schnell, keine Panzerung halt, aber... Ja, gut. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, eben würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Video oder meinen Kanal irgendwie, keine Ahnung, den Kanal abonnieren oder das Video mit einer Bewertung unterstützen würdet oder einen Kommentar reinschreibt, keine Ahnung... Ich war hier 2024, keine Ahnung, und Kakemoji, weiß ich nicht. Würde mich alles sehr freuen auch eben. Und ja, habt noch einen wundervollen, erfolgreichen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video dann wieder, dass ich euch wieder begrüßen kann. Würde mich sehr freuen. Ciao!